bird on a tree. I'm just sitting here. So, dann machen wir jetzt mit den Kürbissen weiter. Ich glaube, den kleinen Kürbis hier, die Laternenkürbis, mache ich ein bisschen später. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal mit den großen hier an. Da muss ich jetzt, was nehme ich da für Farbe? Das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Also die zwei hier. Und ich glaube, Egg York oder Nugget würde auch passen. So, jetzt muss man gucken, 129 von Dragon. Was habe ich hier von Dragon liegen? Nicht das, dann muss ich mal rausholen. Was habe ich gesagt? 129, ne? Hm. Mal gucken, ob das hier ist. Nee. Okay, dann muss es doch schon draußen sein. Dragon 131. Wo steckst du denn? Ach, Moment. So, der war ja doch auf dem Tisch. Hatte ich vorher nicht gesehen. Das mache ich jetzt so. Und dann habe ich gesagt. Ach, das ist auch. Okay. 130 habe ich hier schon gesehen. Der muss hier liegen. Ja. Auf den Tisch war das. Und was habe ich gesagt? Egg York oder Nugget, ne? Dann gucken wir mal, ob ich. Das ist einmal 28. Welche BWs Black Widow, also die Spinne. Okay. Das ist nicht hier. Moment. Und Nugget ist Cobra 34. Ich glaube, das muss hier sein. Oder? Ja, Nugget ist hier. Und 28 muss bestimmt irgendwo hier liegen. Oder auch nicht. Wo habe ich das denn da hingesteckt? Das ist, wenn man Sachen nicht wieder in die richtige Reihenfolge macht, dann findet man die auch nicht. Nein. Na gut. Hä? Sunset ist es. Ich bin ja doch so doof. Also sein weiß ich noch mal nicht, wo es liegt, aber ich probiere jetzt mit den drei Farben. Das müsste eigentlich dann hinkommen. So. 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 Sieht schon mal nicht schlecht aus, aber ich bräuchte jetzt etwas, was noch ein Tick dunkler ist. Sunset, das ist ja das hier. Okay, nehmen wir das auch noch dazu. Das machen wir nur stellenweise. Oh, ist mir warm. Ich muss mal kurz meinen Pulli anziehen, ausziehen. Oh, ist einfach zu warm. Heute soll es ja wieder 24 Grad werden, also. Und wir haben den 30. Oktober. So, jetzt nehme ich den hellsten. Aber das sieht ein bisschen so verranzt aus, irgendwie. Ich tue sie mal ganz kurz alle mal kurz hier. Okay, das reicht. Ein Schlückchen Wasser. 4 Minuten gequatscht und kein Strichgesetz, aber so ist es nun mal. Ne? So. Die hellste Farbe ist. Welche Farbe? Sag mal, Helene, heute bist du aber echt neben der Spur. 34. Welchen machen wir? Ich glaube, ich mache diesen hier. Moment, ich hole euch so. Ich glaube, ich mache hier. Da muss ich mal was anderes überlegen. Bells jingle, bells jingle. La 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 la. Wie gesagt, ich höre noch immer Weihnachtslieder. Obwohl draußen Frühling und Sommertemperaturen sind. Na, 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 na.
nutze die Gunst der Stunde. Mein Mädel hat ja heute Geburtstag. Und gerade ist mein Schwiegerpapa da, die trinken einen Kaffee. Und solange sie einen Kaffee trinken, male ich hier mit euch zusammen. Weil danach gehen wir frühstücken. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Das ist nicht richtig, aber egal, ne? Ich kenne den Text nicht. Wir waren schon ewig nicht frühstücken zusammen. Es war gerade ein Lippenfutz, glaube ich. Kann man gar nicht nachmachen. Kam einfach. Also es war kein Pups, ne? Da würdet ihr merken, wenn ich hier so meine letzte Zuckung machen würde. Mich selbst vergiftet. Wow, was für ein Thema. Oh, ist mir warm, Leute. Ich habe mich jetzt nach 2 Jahren mal ein bisschen geschminkt. Schon fange ich an zu ölen hier, ey. Und ich habe noch nicht mal Make-up drauf. Gott sei Dank trage ich ja eh nicht. So. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesagt, was ich genommen habe, ne? Ich Idiot. Also auf einmal von Cobra, das Nugget, das ist 3,4. Dann von Dragon, Golden Dust, 1,2,9. Und dann nehme ich, was nehme ich denn? Vom Dragon 130, das ist Serpent. Und stellenweise nehme ich dann von Cobra Sunset 44. Oh, ist mir warm, Leute. Ich sag's mal. Aber eigentlich wäre nicht schlecht noch so ein bisschen so rötlichen Braunton oder so Braunton einfach, dass so ein bisschen Kontrast hier unten ist, weil ich meine, die sind ja nicht komplett orange. Und dann gehen wir alle gemeinsam essen. Schwiegereltern, Tante, Onkel, meine Mama. Geht. Chinesisch essen. Ja, Mike? Zieh dich bitte an. Weil wenn Opa weg ist... Ballon geht die Luft aus. Ich weiß. Mit der LED. 50 Cent Strafe. Was? Ich habe doch so ein Strafglas. Jedes Mal, wenn ich meinen Buntstift abbreche, muss ich 50 Cent Strafe zahlen. Die gehen an mich. Nee, die gehen in meine Spardosen davon. Kaufe ich mir was. Also hast du eigentlich keinen. Ja. Du hast eigentlich keinen Verlust. Wie kein Verlust? Ja. Also du meinst, ich mache was aus Schlechtem Gutes? Ich meine, du behältst ja noch immer deine 50 Cent, also machst du in dem Sinn einfach keinen Verlust? Ja, aber. Nee, keine Ahnung. Das heißt aber so lange keine neue Stifte, bis ich das Geld nicht zusammen habe. Also muss ich ganz viele. Kaufst du extra so billige? Nee. Doch. Nein, ich spare mir auf meine Stifte. Du kaufst extra billige, brichst sie ab und dann hast du 50 Cent wieder. Nein, sowas mache ich nicht. Ja, dem Ballon geht die Luft aus. Ich frage dich, ob ich den aufmachen kann und atmen kann. Er möchte Helium einatmen, Leute. Ist das Einhorn? Was, Einhorn? Ich nehme auf, ne? Bleibst ihr für immer verewigt im Internet. Ja. Bis YouTube dasselbe nicht löscht und sagt, raus mit dir. Aber das ist auch so eine Veräpplung. Wir haben extra so eine Kartusche, also so ein Dings gekauft. Nennt man das? Ja, toll, wo Helium drin ist, diese Kartuschen. Extra für die Luftballons für heute. Hey, wir haben nur ein paar damit aufgefüllt und schon war das Ding leer. 30 Euro für nichts oder was? Das hat mich schon genervt. Also das ist viel Geld für... Das mache ich nicht mehr nochmal. Dann puste ich lieber mit meinem eigenen Schweiß.
meine Luft, Schweiß und Fleißarbeit. So, jetzt suche ich mir doch noch einen Braun. Was ist das hier? Ich guck mal, ob das gut. Ich glaube, das. Das sieht nicht schlecht aus, aber es gibt noch ein anderes, was auch nicht schlecht ist. Das ist, ich glaube, das habe ich hier in den Brauntönen. Habe ich das schon verwendet? Ich weiß nicht. Ja, das gefällt mir sogar noch. Und zwar aus Cobra Set, die Nummer 68, Chestnut, oder wie das? Und das setze ich hier. Weiß nicht, aber ich mag irgendwie diese Kombi, wenn man in diesen Orange-Gelb so Bereich ist und dann mit so einer Farbe reingeht. Ob das jetzt richtig korrekt ist, weiß ich nicht, aber mir gefällt das, deswegen mache ich das auch. Heute habe ich auch Geburtstag in Februar. Dann werde ich schon 43. Kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Einfach so diese Zahl. So nach manchmal Arbeitstage fühle ich mich noch älter. Aber so vom Geistigen hier, vom Verhalten, noch nicht. Da bin ich noch weit entfernt. Nur in manchen Einstellungen, da bin ich schon anders geworden. Aber im Grunde bin ich noch jung im Herzen geblieben. Das ist gut so. Aber was ich merke, je älter ich werde, dass ich eher Ruhe brauche. Ich brauche dieses so Menschen, ganz viele Menschen um mich herum nicht. Also ich bin eher so für mich dann, ja. So eher Zeit für mich nehmen als andere würden sagen, ja, die würden was verpassen, wenn sie nicht unter die Leute kommen. Ich genieße eher diese Zeit. Einfach für mich die Zeit zu nehmen. Und mit mich selber zu beschäftigen. Also das ist auch, bin froh, dass ich an diesem Punkt bin. Ab und zu mal so rausgehen und mit Leuten zusammen sein, ja, aber das ist bei mir eher die Ausnahme. Weil ich bin wirklich lieber für mich. Das Goldenst, oder wie man das auch richtig ausspricht. Hier in der Mitte lasse ich einfach so ein bisschen hell. Ich gehe nachher noch mit Nugget drüber, aber ich lasse trotzdem ein bisschen hell. Das ist dann so wie Lichtpunkt, also so Lichtglanz.
Da brauche ich nicht mit dem weißen Stift dann machen. So. Moment, bevor ich das mache. Nee, das ist nicht das, wo ist du? Bist du? Habe ich dich hier zurückgelegt? Ja. Mit Midnight. Und gehen wir hier unten so ein bisschen. Und hier noch ein bisschen so. Jetzt gehe ich mit Nugget und verblende das Ganze. Und hier gehe ich nur ganz leicht, wirklich ganz, ganz leicht, dass es noch dieser Glanzpunkt noch da ist. Aber nicht so richtig weiß ist, aber so nur ganz leicht dann mit Nugget. So. So, und dann brauche ich jetzt, ich lasse mal diese Töne hier mit Nightgate wieder zurück, weil ich werde das ja nachher wieder brauchen, weil wir haben ja noch einige. Also diese Kürbisse gehen ja auch in die Richtung, die sind nur ein bisschen dunkler. Und diese hier sind ja so manchmal so etwas hell, dann ganz hellgrün. Also sind ja verschiedene Kürbisarten. So, jetzt brauche ich ja aber so etwas, so, ja, so. Ich würde mal sagen, in diese Richtung Olive Green und Leaf Green, wenn ich möchte, und Zombie, denke ich mal. Nee, Apple. Die drei würde ich gerne nehmen. Jetzt muss ich mal gucken. Apple ist was für eine Nummer? Apple, wo bist du? 47. Okay, 47, dann brauche ich 62. Ja, komm mal her. Und 0,58. Haben wir das nicht? Ne, hier ist 0,58. Jetzt gucken wir mal, ob die so zusammenpassen. Aber ich denke schon. Das ist jetzt Apple 0,47. Und was war jetzt dunkler? Apple, Leaf Green war dunkler, glaube ich, oder? Machen wir mal so. So. Ja, Apple, habe ich beide mal Apple genommen, ja. So. Und das ist jetzt Olive Green. Ne, ich muss erst Olive Green und dann das andere. Okay. Also. Ich nehme als erstes Apple, das ist 047 aus Monarch Set. Man könnte auch hier braun noch ein bisschen reinmischen, aber ich mache jetzt nur grün. So ganz leicht. Dann nehme ich Leaf, ne? Weil das. Ich kann mir einfach die Sachen noch immer nicht merken. Das ist schlimm. Die Olive. Warum habe ich jetzt. Ach Mann, Helene. Ich hoffe, mit meinem Kopf wird mal besser. Das nervt mich schon unendlich sehr. Das ist aus Scorpion rein Olive Green. Das ist 62. Und jetzt wieder aus Monarch Reihe Leaf Green 058. Und dann nehme ich noch ein bisschen dunkel.
also schwarzen, mache ich hier so ein bisschen dunkler. So, dann haben wir den ersten Kürbis, würde ich mal sagen, fertig. Gefällt mir ganz gut. Jetzt werde ich auch mit denselben Tönen ungefähr hier, nur da muss ich jetzt etwas richtig Dunkles so nehmen. Und das ist nämlich, ich glaube, entweder Born Orange oder Karot. Weil Karot ist noch dunkler. Habe ich jetzt feuchte Aussprache gehabt hier. Das ist die Nummer 006. Ja. Jetzt gucken wir mal, wir haben ja hier schon so ein Swatch gehabt. Ja, ich glaube das. Und wenn man dann noch so einen Braunton reinmacht, ich sehe mal, hier, wenn wir wieder Chestnut nehmen. Ja, das sieht toll aus. Dann würde ich mal sagen, dass wir ganz hell nicht nehmen, sondern vielleicht Sunset. Ja, da könnte man Sunset nehmen. Das ist für die dunkle Stellen. Ich guck mal. Genau, und dann nehmen wir noch Goldton. Die Farben nehmen wir. Dann mache ich das hier hin. So, die Grüntöne mache ich hier hin. Und diese Orange hier hin. Weil, wie gesagt, wir haben ja ganz viele. Und dann machen wir noch einen Kürbis zusammen oder auch zwei. Mal schauen, wie lange ich noch Zeit habe. Und den Rest mache ich dann später. Dann würde ich sagen, ich fange mit dem hier an. Dann nehme ich jetzt erstmal die Nummer 129 von aus dem Dragon Set, Golden Dunst. Und mache auch hier so. Hier lasse ich mal Glanzpunkt, also frei. Hier oben so ungefähr. Wie gesagt, ich bringe nur ein bisschen Farbe aufs Papier, dass ich schon so eine Grundlage einfach habe. Machen wir hier auch gleich mit. Dann machen wir vielleicht ein bisschen dunkler wie den anderen. Da können wir ja variieren dann mit den Farben, von welchen wir mehr nehmen, von welchen weniger. So, dann nehme ich jetzt aus dem Cobra Set die Nummer 44, also 44 Sunset. Und da gehe ich mal so ein bisschen. Weil wenn ich schon so eine andere Farbe darunter habe, ist es schon wieder ein anderer Ton, als wenn ich jetzt einfach nur Sunset nehmen würde. Und auch hier mache ich ganz leicht. Gehen wir jetzt? Ist Opa noch da, oder? Die Mia möchte jetzt ein Brötchen essen. So, der Schwiegerpapa ist jetzt weg, dann gehen wir auch gleich. Wir sehen uns ja eh heute Abend. Dann nehme ich jetzt Karott aus der Skin Light Reihe. Aus der Skin Light Reihe, das ist 006. Und auch das jetzt, da sind jetzt zwei andere Farbtöne drunter und schon ist es eine ganz andere Farbnuance, als wenn ich nur jetzt Karot nehme, die Karotte. Und hier habe ich ja gesagt, dass ich da ein bisschen heller haben möchte und da hinten dunkler. Also jetzt nehme ich aus dem Cobra Set die Nummer 68, Chestnut. Also bitte mich nicht auslachen, ne? Ich kann halt nicht richtig aussprechen. Aber manchmal hört sich das auch witzig an. Also man muss immer ein bisschen mit Humor drüber sehen.
So, und jetzt gehe ich wieder zum Karott. Farbe und wiederhole einfach diese Schritte nach und nach. Ich habe jetzt für diese drei Kürbisse, bin ich jetzt schon bei 27 Minuten. Das ist jetzt ein vierter Teil, was ich jetzt so in Teilen drehe, weil sonst ist das echt ewig. Das ganz lange ist 1 Stunde 7. Der erste Teil ist, glaube ich, 55 Minuten. Der zweite ist 44 Minuten. Wie gesagt, der dritte 1 Stunde 7. Und hier sind wir auch schon gleich, also eine halbe Stunde, also 27 ist gerade vorbei. Und dann es wird ja Momente geben, wo ich dann im Schnelldurchlauf reinmache, dann verkürze ich das automatisch. Aber es werden schon lange Videos. Guck mal, wie viel Kürbis ich noch hier habe. Zur Not muss ich drei Teile machen. Morgens, mittags, abends, dann raushauen die Videos. So, dann mache ich hier auch so ganz leicht. Ne, hier mache ich, hier nehme ich nochmal Karotte. Ne, erstmal braun. Ich wollte hier ein bisschen dunkler hier. Jetzt nehme ich Karotte. Ich muss mal links hier nicht so fest drauf drücken, sonst kriege ich nachher diese starke Linie nicht verblendet. Wenn ich schon jetzt so, ich habe so fest gedrückt. Hier sieht man, dass man kriegt dann so schlecht ausgearbeitet das Ganze. Und dann nehme ich nicht das hellste, sondern das Nugget. Sunset, nicht Nugget, Sunset. Weil ich wollte ja hier. Und trotzdem ein bisschen so diese hellsten Punktstellen nicht komplett ausmalen, sondern es noch so ein bisschen lassen. Genau, und hier habe ich ja das genommen. Jetzt gehe ich hier nochmal drüber. Und mache so, dass da noch keine weißen Stellen von dem Papier mehr sind. Und hier muss ich ja das nehmen. Zur Not kann ich hier noch ein bisschen, man könnte auch braun nehmen. Ich nehme jetzt einfach schwarz und mache hier so ein bisschen dunkler. Und hier die Dinger, dann nehmen wir wieder unsere drei Töne, die wir auch hier genommen haben. Da kann ich das einfach nehmen. Da brauchen wir nicht 10 andere Farben mischen. Da habe ich jetzt die dunkelste Farbe genommen, egal. Jetzt nehme ich die mittlere. Und die hellste. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt frühstücken und später male ich weiter aus. So, die Farbe tue ich hier zur Seite. So, ihr geht jetzt in Pause.
Und später geht es weiter. Also sprich, das ist dann der vierte Teil und dann drehe ich den fünften Teil. Dann sind die nicht so lang und ich muss mich nicht so lange konzentrieren, wenn ich die Sachen zusammen tue. Also dass nicht so lang das Video sein wird. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich gerade gelabert habe. Manchmal verstehe ich mich selber nicht. Weil ab und zu ist es ein bisschen schwer zu erklären, wie ich das meine. Also, bis später. So, jetzt macht ihr mal weiter mit, ich würde sagen, mit diesen drei Kürbissen hier. Dafür habe ich hier drei Farben, ne? So, ja, das sind so gelb und ein bisschen orange Richtung. Ich glaube, die passen ganz gut. Und zwar aus Dragon Set. Das ist Mellow Yellow 131 aus Kind Light 004 Sunburst. Keine Ahnung. Und dann aus Monarch-Reihe Artec Gold. Das ist 079. Dann mache ich es hier. Also ich fange mit Sunburst. Nee, Mellow Yellow. Schmeiß weg. Und dann Artec Gold. Und untenrum, da nehme ich einmal aus Scorpion Set Limefruit 29, dann aus Dragon Set Glass Blade 144 und nochmal aus Dragon Set Zombie 142. Hier mache ich noch ein bisschen so rein in das Gelbe. Da überlege ich, ob ich nicht so ein bisschen braun nehme. Oder ob ich so ein helleres Castle oder Brown Brick 139 hier.
Signatur hier liegen? Habe ich das schon benutzt? 139. Moment. Ja, habe ich das schon benutzt. Okay. Machen wir das so, dann nehme ich auch beide aus Dragon Reihe. Einmal 139 Brown Brick und einmal 138, das ist Castel. Und mache ich so. Mache ich hier so. Und dann mit Kasten. Und dann nehme ich noch mal so eine grüne Farbe. Das ist jetzt Grass Blade 144. Gehe ich hier und das Braune ist noch mal drüber und einfach so eine Verfärbung. So, ich glaube, das ist in Ordnung. Hier noch mal ein bisschen. Und dasselbe machen wir dann hier. Hier mache ich dann gelb unten. Dann nehme ich dieselben gelben Töne wie hier. Oh, mit was habe ich denn da angefangen? Das hier ist das. Ich glaube mit. Guck mal, was mal. War ich jetzt leicht irritiert. So, dann mache ich das wieder rückwärts ein bisschen. Und ich gehe nachher auch wieder ein bisschen mit Grün, sodass es so eine leichte Verfärbung drin ist.
Jetzt hier nehme ich noch 137, das ist Sattel. Den Stump mache ich nachher mit den anderen, was ich auch hier habe. Oder nehme ich jetzt Brown Brick 139. Ich will mal gucken, ich will gleich mal was ausprobieren. Das klappt. Weil normalerweise bei diesen, das ist wie eine Erhebung, also so wie, sage ich jetzt mal, wie Pickelchen dran. Also so. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, Warzen, das hört sich das auch so komisch an. Aber das ist so erhaben bei diesen. Mal gucken, wenn ich das hier so. Das ist meistens auch leichter haben. Und dann mache ich noch hier. Moment, ich muss das Ding jetzt so machen, dass ich da besser dran komme. So. Was machen wir denn? Machen wir jetzt hier gelb, hier grün. Und jetzt will ich nach Feuer. Komisch. Riecht so komisch nach Feuer, aber ist nirgendwo. So, ich glaube, ich mache hier oben grün. Also so ähnlich wie da, wie ich hier. Überlege, ob ich gleich nicht noch einen etwas dunkleren Grün nehme. Mal schauen. So, jetzt mache ich erstmal gelb. Das riecht echt nach Feuer. Thank you.
ich auch ein bisschen hoch mit dieser dunkelsten Farbe. Ich würde aber auch gerne ein bisschen braun reinmachen auch hier. Auch in das Grüne hier ein bisschen. Ein bisschen einfärben, ein bisschen eine andere Färbung machen. Und dann nehme ich wieder die dunkelste Farbe. So, hier noch. Dann nehme ich das zweitdunkelste Gelb. Und jetzt wollte ich ja das dunkelste Grün. Ich nehme jetzt mal hier Left Green von 058 aus der Monarch-Serie und setze das mal hier so ein bisschen. Dahin zurück. Dann nehme ich jetzt hier einmal Zombie. Dann einmal Grassblade. Das ist nochmal Lampfood. Und hier unten nehme ich den Mellow Yellow, den hellsten. Und gehe so drüber. Und dann nehme ich wieder diese Brauntöne, einmal Saddle. Und gehe hier so. Dann nehme ich Brown Brick. Und ich das hier mit auf. Was brauchst du? Nee, Lineal. Großes, kleines? Ein kleines. So, wo war ich? Okay, dann jetzt den Kastel, ne? Ja, den dunkelsten Braun. Und dann nehme ich Schwarz und tue ich hier mal wieder so ein bisschen Schatten machen. Ich hoffe, ihr wart jetzt nicht unscharf. Ich habe nicht drauf geachtet. Und meinen weißen Stift. Hier oben mache ich ja wieder mit den drei Grüntönen mit Olive Green, Leaf Green und Apple. Mache alle drei.
finde, man könnte die auch braun machen. Aber. Was ist jetzt dunkler? Jetzt habe ich vergessen. Okay. Jetzt nehme ich Olive Green. Und dann Leaf Green. Dann nehme ich den hellsten, blende so ein bisschen noch. So, dann haben wir die auch fertig. Aber hier sieht es ein bisschen flach aus. Klar. Hier muss ich. So, ich mache euch ganz kurz auf Pause und überlege mir, welche Farben ich da nehme. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, ich bin echt gespannt, ob das was wird, was ich mir gerade hier ein bisschen ausgedacht habe. Und zwar, ich male mal diesen Kürbis. Und ich weiß echt nicht, ob das was wird. Aber ich mal mit Washed Green 08 aus Monarch rein, dann aus Monarch Light Grey 048 und aus Cobra Set 04 Venom. Drück mir die Daumen, dass es so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich fange mit Light Grey an. Dann nehme ich Washed Green. Durch die Nase mal mit. Ich muss hier einmal ganz kurz. So, jetzt nehme ich Venom. Schauen, was das für eine Kombi hier raus wird. Ich muss sagen, aber die Stifte arbeiten ganz gut hier mit dem Papier. Also ich habe damit keine Schwierigkeiten. Wie gesagt, manche Stiften lassen sich gut so schichten und miteinander verblenden und manchmal auch manche Farben weniger. Aber das habe ich schon öfter bei Stiften gehabt. Jetzt nehme ich das Grau nochmal.
jetzt nehme ich nochmal Washed Green. Oh Mann, diese Husten immer wieder mal. Das nervt auch. Und ich rauche nicht, ne? Keine Ahnung, wodurch er manchmal kommt. Ich habe mich auch nicht verschluckt. Jetzt nehme ich nochmal Venu. Irgendwie gefällt mir die Kombi, also weiß ich nicht. Und jetzt nehme ich noch mal Wash it green und verblende. Das Ganze mache ich hier so. Na, was sind das für Geräusche hier? Und verblende das hier. Ach, Leute. Habe ich hier keine Taschentücher mehr oder was? Doch, ja. Und jetzt nehme ich nochmal das Graue und gehe hier nochmal so ein bisschen drüber. Und jetzt nehme ich aber nur zwei Grüntöne. Und zwar einmal aus Scorpion-Reihe, Green Grass 82 und aus einer Black Widow, also aus der Spinne, 09 Funk Green. Und ich fange mit Green Cross an. Und jetzt nehme ich Funk Green. So, und dann nehme ich wieder meinen schwarzen, den ich ihn immer auch hinstecke und dann immer wieder suchen muss. Da.
Und ich glaube, den Stumpf mache ich jetzt braun hier. Sind dieselben Brauntöne, die ich auch hier benutzt habe. Na? Jetzt überlege ich, wo könnte ich noch so einen Kürbis machen. Da ist ein großer Kürbis. Das sieht so komisch aus. Ich kann so schlecht erkennen, was für eine Form der hat. Welchen machen wir das? Oder wisst ihr was? Wir können ja die Form machen. Mit denselben Farben, was wir auch gerade gemacht haben, oder? Ich würde sagen, ja. Kommt. Wenn du... So. Dann machen wir hier Grau, 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 nochmal Grau. So. Dann nehme ich hier zum Washed Green. Und wenn du dann will der Washed Green. Und natürlich Light Gray. Die Farben intensiviere ich jetzt. Nämlich die Grüntöne.
Entschuldigung. Ich würde die Grundtöne für den Stumpf. Jo. Mache ich euch ganz kurz auf Pause, bin gleich da. So, ich bin wieder da. Ich habe mir nur kurz ein Wasser gemacht. Aber ich weiß nicht, warum der Husten wieder da ist. Ich würde sagen, ich mache diesen Kürbis und diesen so ein bisschen blau-grautönen. Einmal nehme ich aus der Monarch-Serie-Reihe Sky und Katzei, also Sky 037 und Katzei 124 und dann einmal aus Kind, also aus der Reihe Skin Dark 018 Greythorn oder so ähnlich. Ich tue mal sie ganz gut anspitzen. Stimmt wieder ziemlich laut. Und dann Mann. Keine Ahnung, was los ist. Fange ich hier mit Sky an. Okay, da sehe ich, da ist der Stunk auch so ein graubraun, also grau eher. Da gibt es so leicht bläulich, die sehen so leicht bläulich aus. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache in der Farbe mal. Heute kombiniere ich Sachen, die ich so noch nie kombiniert habe. Und hier mache ich grau, weiß. Ja. Ich sag, hier sehe ich so schlecht. Dann nehme ich jetzt Cat's Eye. Ich will immer Kastelei sagen. Und schon ist das Wochenende fast wieder vorbei. Wir haben jetzt
Wir haben ja den 30.10. und jetzt ist schon gleich 17 Uhr. Die Zeit, die rennt nicht wo immer. Ich will nicht, dass der Wecker wieder um 4 schellt. Obwohl ich am Dienstag ja frei habe, aber finde ich, dass das Wochenende doch ziemlich schnell vorbei läuft. Wir waren ja heute Morgen frühstücken, dann waren wir noch ein bisschen unterwegs. Und jetzt male ich, die Mia macht was für die Schule auch. Und danach holen wir meine Mama gleich ab. Und dann gehen wir ja chinesisch heute essen mit Schwiegereltern. Also ich nehme jetzt den Grey Thron. Ich mache es den einen Kürbis fertig, dann mache ich den anderen. Sonst ist es blöd. Irgendwie kratzt dieser Stift hier ein bisschen. Das gefällt mir nicht so ganz. Jetzt nehme ich den Cat Eye. Bin ja gar nicht gesprächig gerade. Aber ich habe Angst, wenn ich jetzt wieder anfange zu reden, dass ich dann wieder anfange zu husten. Darauf habe ich echt keine Lust. Und ich muss so unterdrücken, meine Nase hochzuziehen.
Und ich glaube, ich nehme gleich noch ein bisschen schwarz. Aber hier mache ich es mal grau-weiß. Also ich nehme einmal aus Monarch Dark Grey 109 und von Prismacolor den weißen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen dunkleres Grau nehmen, dass ich das hier besser das für eine Farbe ist. Dann nehme ich mal die Mischung. Das ist Koal 110. Ich habe keine Ahnung, wie man es. Ich blamier mich heute mal wieder. Schön. Ich habe ein Latte gekriegt. So, jetzt nehme ich schwarz und machen wir so ganz zart. Ich überlege jetzt, ob ich diesen nicht hinter der Kamera mache. Das Video wirklich, es wird ewig gehen. Ich weiß nicht, ob das jemand wirklich so lange Videos schauen möchte. Ich weiß, bei großen YouTubern läuft das eigentlich ganz gut. Also die auch mal ausmalen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei mir komplett durchgeguckt wird. Vielleicht meint ihr, wenn sie einfach neben Hausarbeit laufen lassen oder wenn die selber was anderes machen. Aber so.
So, und diesen mache ich hinter der Kamera. Sonst dauert es echt zu lang. Also bis gleich. Also, ich bin wieder da. Ich habe das eine ausgemalt und ich habe hier noch so einen Mond reingemalt. Also mit dem Bleistift das vorgezeichnet und ein paar Fledermäuschen für später. Jetzt habe ich hier noch drei Kürbisse und ich würde gerne die mit den Farben nehme. Diese Farbe. Und ja, dann nehme ich diese, diese. Und wo ist mein Braun? Schauen, wie das hier aussieht. Ja, ich nehme das. Also, für diesen Kürbis und für diesen Kürbis würde ich gerne einmal aus dem Cobra Set 3-4 Nugget nehmen. Dann die anderen sind alle aus Dragon Set. Einmal Golden Dunst 129, dann Serpent 130 und einen Brown Brick 139. Und ich fange mit dem hellsten an, das ist Nugget. Oder ich mache alle, nee, ich mache diese zwei mit den gleichen Farben. Wie gesagt, ich male jetzt erstmal den einen und den anderen mache ich auch wieder hinter der Kamera. Oder ich nehme euch mit und mache das in Schnelldurchlauf. Könnte ich auch machen.
Nehme ich noch ein bisschen schwarz und mache hier so. Und diesen Kürbis mache ich dann im Schnelldurchlauf. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. So, jetzt haben wir die und da nehmen wir ein bisschen das Erdrot. Was nehmen wir da für Farben? Karotte auf jeden Fall, das und das hier. Also für diesen hier nehme ich wieder aus dem Dragon Set 130 Separant. Aus Cobra Set 44 Sunset und aus Skin Light Carrot. Muss kurz spitzen. Dann nehme ich auch hier ein bisschen schwarz und das tue ich mal hier so. Noch eine Karotte. Oh, meinen weißen Stift. So. Jetzt machen wir noch unsere kleine Laterne und die machen wir in den drei Farben, was wir hier gemacht haben, oder? Ja, und dann nehmen wir noch schwarz dazu. Also.
Henkel machen wir auch. So, und jetzt nehme ich ein bisschen Schwarz. Wo habe ich es wieder hingelegt? Da. Wo bin ich da? Ich musste ganz kurz auf Pause machen. Jetzt nehmen wir noch mal Karot. So, und da drinnen nehmen wir mal Gelb. Das scheint ja auch hier rüber. Ich glaube, einen schwarzen Feiliner hatte, habe ich ihn hier. Wo ist der? Wo ist der? Da. So, dann haben wir das auch fertig. Juhu!